Hallo und herzlich willkommen zu unserer Kleinverkaufsshow HSE24. Nein, natürlich nicht. Heute, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des fantastischen neuen Vlogs. Unseres tollen Vlogs. Ach egal, ihr wisst schon genau, was ich meine. Es geht darum, was habe ich als Kfz-Mechaniker auf Reisen mit Bob so unterwegs alles an Werkzeug mit. Und ihr werdet staunen, es ist tatsächlich nicht viel. Alles passt in diese graue Kiste. Tata! Warum eine graue Kiste? Ganz einfach, ich kann mein Zeug hier überall reinschmeißen, dann ab da hinten im Kofferraum, es ist aufgeräumt, es ist super geil. Ich liebe diese grauen Kisten, wir haben einige davon, wo auch unser Grill drin ist und so weiter. Und das ist die Kfz-Mechaniker-Notfall-Werkzeugkiste. Was ist da alles drin? Handschuhe, ganz wichtig, um sich im Notfall nicht die Finger dreckig zu machen. Eine tolle Werkzeugkiste, dazu kommen wir gleich. Ein Auslesegerät für die lustige gelbe Motorkontrollleuchte. Ein kleines günstiges Strommessgerät für den Notfall. Ihr kennt sicherlich der Chuck Norris unter den Universalölen. Ballistol. Ein bisschen Klebematerial. Normalerweise habe ich eigentlich Panzertape mit, aber das habe ich zu Hause vergessen. Ist tatsächlich ein komisches Problem, weil viele Sachen brauche ich auch zu Hause und die liegen dann und das ist natürlich doof. Ich werde auch hier wieder mir Panzertape reintun, dazu kommen wir auch gleich. Fangen wir mit dem Werkzeug an. Zum Thema Werkzeugkiste. Viele denken, so ein Kfz-Mechaniker hat ja immer richtig geiles Zeug, aber ich natürlich nicht. Ich habe bei mir in der Werkstatt habe ich richtig ordentliches Werkzeug. Auf Reisen reicht mir tatsächlich so eine Kiste von KS Tools und ihr glaubt gar nicht, was da alles drin ist. Wow! Ein großes Set, was so ziemlich alles beinhaltet, wie zum Beispiel Außentorx-Nüsse, Innentorx und alles, was das Herz so begehrt, was man im Notfall vielleicht brauchen würde. Dieses Set kostet bei Amazon, ich verlinke euch das natürlich wie immer unten drunter, kostet so ungefähr, glaube ich, so 76 Euro. Ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist ja tatsächlich für den Notfall. Und ihr schraubt damit nicht jeden Tag, Dexter, sondern ist tatsächlich, wie schon gesagt, einfach nur für den Notfall gedacht. Wenn ihr zum Beispiel das Problem habt, dass ihr mit dem normalen Radschlüssel die Radschrauben nicht gelöst bekommt, schnappt ihr euch einfach diese tolle Kiste. Die könnt ihr natürlich auch verlängern. Hier ist so ein genannter Knebel dabei. Verlängert euch das Stück 19er oder 21er Nuss, je nachdem. Und schon habt ihr ein ordentliches, festes Werkzeug und damit auch festsitzende Radmuttern loszukriegen. Im allerschlimmsten Fall passt hier hinten vielleicht sogar noch ein Rohr drauf und damit kriegt ihr alles definitiv los. Das kann man allerdings nicht nur gebrauchen, irgendwas am Auto zu reparieren, sondern vielleicht auch bei euch im Ausbau, um vielleicht eine Tür wieder festzuschrauben, ein paar Kreuzschutzschrauben. Es ist alles wirklich komplett da und mehr braucht ihr eigentlich tatsächlich nicht. Passt auch nicht unbedingt in eine graue Kiste, sondern in jede kleinste Ecke eures Vans und ist perfekt für den Notfall. Ihr könnt ja ruhig mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Werkzeug dabei habt, vielleicht sogar ein paar Tipps mit reinbringen. Verlinkt das ganz gerne mal, so können unsere Zuschauer auch gerne mal eure Erfahrungen teilen. Und bei mir ist es tatsächlich KS Tools, was früher eine Bochumer Firma war, mittlerweile glaube ich nach Asien verkauft worden ist. Aber um im Notfall irgendwas schnell zu reparieren, reicht das vollkommen aus. Unser liebes Testgerät. Ich verlinke euch unten meine Folge, ich habe so ein paar getestet. Ich finde das hier tatsächlich sehr gut, funktioniert ohne Strom, weil die OBD-Buchse an eurem Fahrzeug Strom hat. Sollte mal irgendwann meine Motorkontrollleuchte leuchten, lässt sich das damit super auslesen, der Fehler sogar löschen und hilft euch für unterwegs. Wie gesagt, die Folge, wo ich so ein paar Geräte teste, verlinke ich euch unten drunter. Ich habe natürlich auch noch das EEM 327 dabei, das könnt ihr über eine Handy-App steuern, passt auch tatsächlich super in jede kleine Handtasche, gibt es noch kleiner als Bluetooth-Version, auch das verlinke ich euch natürlich unten drunter.
Dieses süße kleine Messgerät kostet so um die 20 Euro. Damit könnt ihr alles messen, was irgendwie in eurem Van an Strom ist. Wer sich damit auskennt, es ist tatsächlich auch eine Bedienungsanleitung dabei. Ich habe mich für diese Variante entschieden, weil sie wirklich sehr klein ist. Man kann sie gut zusammenpacken und ist super für den Notfall. Sollte meine USB-Steckdose nicht funktionieren oder ihr eine Batterie messen müssen, reicht dieses Gerät vollkommen aus und ist auch bei mir im Notfall immer mit dabei. Klebeband, ganz, ganz wichtig. Ich habe hier ein bisschen Isolierband dabei, hier sogar ein bisschen Tesafilm und wie schon gesagt, normalerweise auch Panzertape mit. Damit könnt ihr im Notfall einfach alles festmachen, reparieren oder sollte mal euer Dach undicht werden, einfach mit Panzertape festmachen, drüber kleben oder sonstiges. Im Notfall wirklich eine total coole Sache. Ich verlinke euch das Panzertape mal wie immer drunter. Sollte auf jeden Fall niemals fehlen. Kommen wir nun zu Chuck Norris. Das altbewährte und unerreichte Universalöl. Warum benutze ich kein WD-40? Ganz einfach, WD-40 verflüchtigt sich relativ schnell und man kann damit natürlich nur Dinge einölen. Dieses tolle Zeug kann noch viel, 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 viel mehr. Und ich möchte euch jetzt ganz gerne mal vorlesen, was da hinten drauf steht. Für Alu- und Chromteile, ölbeständige Gummis und Kunststoffe sowie Cockpitpflege. Verhindert Festfrieren von Türschlössern und Gummis. Fahrradpflege zur Kettenreinigung und Pflege entfernt Teerflecken für Bautenzüge und Federgabeln. Lederpflege. Sprödes, trockenes Leder wird weich, elastisch und erhält einen Seitenmatt, glanz, imprägniertes Schutz vor Wasser sowie Fäulnis. Perfekte Pflege für Möbel, Stiefel, Sattel, Zaumzeug und Jacken. Nicht für Wildleder geeignet, helles Leder kann nachdunkeln. Haushalt. Wirkt gegen Haken, Schlösser und quietschende Scharniere, pflegt und reinigt Aluminium, Edelstahl, Holz und Kunststoffflächen. Konserviert und schützt vor Rost. Naturholz wird generiert und erhält einen Seitenmatt, Schimmer, Wasserflecken verschwinden. Garten. Pflegt, umweltschonend, Gartengeräte, Rasenmäher, Schere, vieles mehr. Ballisto Universal ist ökologisch völlig unbedenklich und wird biologisch abgebaut. Industrie und Handwerk. Lebensmittel echt zur Pflege von Maschinen und Geräten, auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für Werkzeuge, Instrument, Feinwagen. Sehr kriechfreudig und dauerhaft. Nicht leicht flüchtig. Neutralisiert Handschweiß. Stimmt. Schützt vor Rost sowie Korrosion und pflegt die Hände beim Arbeiten. Ohne Silikon. Angeln und Camping. Ideal zur Pflege von Angelrouten, Laufrollen ohne Wassergefährdung. Reißverschlüsse, Zelt und Vorzeltgestänge werden gepflegt, repariert oder gängig gemacht. Hervorragendes Schmiermittel für den Pumpkolben bei Benzinkochern. Tierpflege. Für Hunde zur Reinigung der äußeren Ohrmuscheln, zur Fell- und Pfotenpflege, zum Einmassieren bei Liegebeulen, bei Pferden für Mähne, Schweif und Hufe. Auch für Vögel, zum Beispiel bei Kalkbeinen. Wer weiß, was Kalkbeine sind, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Waffenpflege, schützt vor Rost, schmiert und reinigt, entfernt Pulverrückstände, Blei und Kupfer und Zorbackabablagerungen. Verharzt nicht, riecht in feinste Risse, löst alte Verschmutzungen und harze ungeeigneter Öle. Reinigt, pflegt und konserviert Schaftholz und Lederriemen. Ihr seht also, diese kleine süße Flasche, dieses Universalöl ist tatsächlich für alles gedacht, was ihr euch im Van vorstellen könnt. Und wie ihr schon gelesen habt, ist es tatsächlich nicht nur für euren Van ganz gut, sondern auch für Leder oder eure Hände oder vielleicht sogar eure Tiere, die ihr dabei habt. Warum benutze ich das? Weil es ist ein Öl für wirklich alles, ist komplett biologisch abbaubar. Ich verlinke euch das natürlich unten. Ich glaube, die kleine kostet 8 Euro, die große irgendwas so um 12, 13 Euro. Kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, habe ich immer bei mir im Auto dabei. Was noch nicht fehlen darf, was ihr immer mithaben solltet, ist natürlich 1 Liter Öl, passend zu eurem Auto, damit ihr im Notfall mal nachfüllen könnt, sowie 1 Liter Scheibenzusatz. Sollte das leer sein, alles andere sofort nachkaufen und somit seid ihr gerüstet für den Notfall. Ihr seht also, man muss für unterwegs nicht sonst irgendwelche Werkzeugkisten oder sonstiges kaufen. Ihr könnt tatsächlich mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so in euren Kisten dabei habt. Alles passt wunderbar hier rein. Zack, ab damit in den Kofferraum und ihr seid tatsächlich gerüstet für den Notfall. Ich habe natürlich noch eine ADAC-Mitgliedschaft, falls mal gar nichts mehr geht. Ansonsten ist hier so ziemlich alles drin, um es euch für den Notfall wenigstens ein bisschen leichter zu machen. Warum mache ich das Ganze? Ich wurde öfter gefragt, was habe ich so als Kfz-Mechaniker dabei. Mittlerweile habe ich sogar schon darüber ein paar Vorträge gemacht oder ein paar Workshops auf diversen Treffen. Da findet man mich häufig und ich möchte den Leuten einfach nur zeigen, dass man keine Angst haben muss, sollte mal irgendwas schief gehen. Viel machen könnt ihr bei so einem Auto, sollte irgendwas wirklich richtig kaputt gehen. Sowieso nicht, aber für den Notfall seid ihr tatsächlich damit gerüstet. Es kommt hier nochmal so ein kleiner Überblick und damit gebe ich ab. Yeah.
So, und das war's auch schon wieder von mir. Solltet ihr noch irgendwelche Tipps und Hinweise haben, schreibt sie bitte in die Kommentare. Wir lernen alle gerne sehr schnell dazu. Und wer weiß, was ihr noch so empfehlen würdet, an Werkzeug mitzunehmen. Oder habt ihr vielleicht gar kein Werkzeug mit? Ist euch überhaupt schon mal irgendwas passiert unterwegs? Hat euch da Werkzeug geholfen oder auch nicht? Schreibt alles gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.